24 Stunden in Graz. Ich habe 2 der neuesten Restaurants der Stadt abgecheckt und am Abend auf einer Party aufgelegt. Der erste Foodspot ist Koya. Den gibt es seit August. Bali-Feeling, Boho-Stil steht auf dem Programm. Als erstes habe ich mir einen Espresso Martini gegönnt. Der war exzellent. Beim zweiten Cocktail bin ich auf Rum umgestiegen. Dann ging es schon los mit dem Essen. Tuna Tataki als Vorspeise. Danach ging es weiter mit Surf and Turf. Am Abend war ich in der Noon Bar. Hier gibt es Ramen, Cocktails und Tapas. Ein spannendes Konzept. Einmal die Karte rauf und runter bestellt. Das 2-Hauben-Sushi-Lokal Memory gehört demselben Besitzer. Mein Favorit hier war das Roast Beef Sashimi und das Curry Chicken Katsu. Wo muss ich als nächstes hin? Schreibt es in die Kommentare rein.